Ja, Leute, willkommen bei den Diesel Buddies. Ja, auf geht's, Leute. Dann haben wir mal ein bisschen Spaß oder versuchen Spaß zu haben mit dem DAF XF 106 mit 530 PS. Lassen wir uns mal überraschen, was passiert. Ja, seid gespannt. Ja, welcome to the DAF XF 530 and I hope we have some fun together and yeah, we must see. Stahlfelgen, ist ja wohl ganz modern. Mit kleinen Rädern, kleinen Reifen, aber gut. Stehen, wie man sieht. Das ist schon sinnvoll. Sonst gibt es nämlich ganz dicke Backen beim Abbiegen. Wie man hier sehen kann. Ja. So passt das. Immer ein bisschen mehr Platz nehmen, als man braucht. Und alles wird gut. Darf. Ich bin mal gespannt, wie er sich auf dem Heimweg dann mit dem ganzen Gewicht dann verhalten wird. Mal sehen. Ich bin halt doch ein bisschen MAN verwöhnt von der großen Maschine. Also, naja, oder vom Actros. Ne? Also, es ist halt mit dem jetzt hier. Mal sehen. Was mir halt schon mal gar nicht gefällt, ist halt die Sache mit dem, dass man nicht richtig eingreifen kann ins Getriebe. Das ist echt schade. Also der Hebel ist da, man kann ihn bedienen, muss jedes Mal vorher noch einen Knopf drücken und
Eco-Off und lauter so ein Mist. Also das ist so Sachen, die braucht kein Mensch. Also das... es geht nichts über ein Schaltgetriebe, muss ich mir wieder sagen. Diese automatisierten Getriebe sind selten wirklich brauchbar. Finde ich. Das ist überhaupt nicht meine Welt. Ich habe überhaupt keine Lust dazu. So. Also was man sagen muss, dass der Innenraum im DAF, der ist wirklich sehr ruhig. Es ist wirklich sehr, sehr angenehm. Das ist schon mal wirklich super. Und ja, jetzt hat er leider solche Windabweiser hier dran an dem am Fenster. Also ja, die sollten wohl dran, keine Ahnung. Und die machen das ganze Ding eigentlich nur lauter. Weil wirklich viel Zugluft, das ist das Nächste. Was mir ganz gut gefällt, ist viel Zugluft in der Kabine, habe ich jetzt nicht gespürt. Jetzt macht. Hier ist auch immer sehr schön, wenn es dann hier auf vier Spuren geht. Der wird schon langsamer. Ich fahre jetzt meine 89. Der fährt definitiv weniger. Jetzt kommt noch ein LKW von rechts. Jetzt geht er vom Gas wahrscheinlich oder was. Alter Schwede. So ein Idiot. Kommt da noch ein Auto? Das ist schon interessant, das ist so, da gibt es ja Leute, die sind so auffällig dann. Ich frage mich, warum der nur 90 fährt oder 85 oder wie auch immer. Der kann definitiv schneller, das ist ein 2,8 Tonner. Das sind nicht immer ein 3,5 Tonner, das Scheißding. Diese blöde Pommesbude. Jetzt fährt er parallel zu dem Tieflader hier vorne.
Ja, der fährt mal durch den Kreisel einfach mal so. Geil. Manche, den scheint echt die Sonne aus dem Arsch, ne? Das kann man mal nachts machen, ey. So. Hier im 10. Gang hoch. Oh, mal gucken, ob er das im 9. packt hier. Da gibt's, werde ich noch einen Referenzwert dann vom MAN einschneiden. Mal sehen. Selbe Beladung. Okay, wenigstens hat er es im 9. gepackt. Dass es manuell so lang drin bleibt, solange man Vollgas gibt. Sobald du vom Vollgasbereich runtergehst, dann ist es vorbei. Dann geht er in Automatikmodus zurück. Zack, und schon passiert. Ne?
Okay, the new DAF. The positive thing, the positive things. I think is the whole cabin. This is a really great thing, and there are no noises from the suspension or something. It's really, really there's nothing to hear. Yeah, and it's nice. Only the engine. This is also fine. And the seat position, I've said it, but it's also great. Wenn es dann hier wieder zusammengeht nach der Baustelle, da ist so wenig Platz, dass es da nicht öfter kracht. Ich zeig das gleich mal. Das ist immer sehr schön. Geht es dann zusammen auf eine Seite nach der Auffahrt. Und dann musst du so eng hier anpeilen, also das ist schon heftig, da viel Verkehr ist. Zuck mal rein und gebügelt oder weggedrückt. Man sieht schon, das ist dann schräg. Das geht jetzt schon schräg runter. Brandgefährlich. Scheiß eng. Hier gibt es auch schon Spuren von LKWs. Ja? Ups. Kommst du automatisch, kommst du da rüber. Das geht gar nicht anders, weil es so eng ist. Da weckt mich am Ärmel. Das ist schon heavy. Jetzt haben wir sie zwischendurch. So, jetzt geht's in den Referenzberg zwischen Obermörlen und Rastplatz Wetterau an der A5 Richtung Süden. Ja, da könnt ihr euch mal ein Bild davon machen, wie der 530er hier, der DAF, im Vergleich zum TGX 580 abschneidet. Das werde ich dann im direkten Anschluss auch zeigen. Hier ist Impression from the 530 DAF. The same hill like the TGX MAN will following. So. So, hier sind wir am Referenzberg, wie angedroht. Ja, wir werden hier oben an dieser Schilderbrücke, die man gleich sieht, nehmen wir immer die Geschwindigkeit ab, um mal zu testen, wie die Fahrzeuge so untereinander vergleichbar sind. Und es wird im 11. Gang bei 90 km/h ausgegangen. Der wird jetzt hier, wie man gleich sieht, 69 erreichen. Ein MAN TGX 500 der neuen Generation fährt hier 76. Ja, mehr sage ich jetzt nicht. Man kommt nach oben und ja, es läuft. Obwohl der 530 PS hat, will man nicht glauben. Gleiche Übersetzung. Also alle im 11. Gang getestet. Das ist schon bitter. Irgendwie. Das ist schade. Ne? Das liegt jetzt nicht daran, dass er neu ist, weil beim MAN haben wir das damals auch ausprobiert und der war auch neu. Der lief damit mit 80 hoch. So, wir haben ein kleines Fazit zwischendurch zum DAF. Ja, grundsätzlich ist es wahrscheinlich kein schlechtes Auto. Wir haben ja noch einen zweijährigen 510er, der läuft ja völlig unproblematisch. Er ist zwar auch verdammt lahm, also im Vergleich zu anderen, aber ja, ist zuverlässig. Bei dem hat man jetzt gleich Pech, weil nach, ich glaube, 300 oder 400 Kilometern war dann gleich ein Problem aufgetaucht mit der Getriebesteuerung. Naja, das ist halt so, passiert mal. Also jetzt war ich oben auch mit voller Beladung und habe echt gezwiebelt. Also weil über die Kasseler Berge, da kannst du nicht irgendwie besonders aufpassen oder sonst irgendwas, da muss er eben zeigen, was er kann. Ne? Das ist ganz klar, hoch wie runter. Und das hat er gut gemacht. Grundsätzlich, also was ich sagen muss, was wirklich positiv ist, ist, dass abgesehen von den Windabweisern hier, die wahrscheinlich der Franz wollte, der eigentliche Fahrer dieses Fahrzeugs, ich würde die weglassen, weil in dem Ding zieht es überhaupt nicht. Also auch wenn man alles offen hat, das hat mir sehr gut gefallen. Das gefällt mir, beziehungsweise bei dem anderen, der ja diese Winterweise nicht hat, ist das super. Also der hat wirklich überhaupt keinen Windzug oder sowas, sehr angenehm. Das andere macht es jetzt nur lauter. Also wenn die Dinger weg wären, wird man hier drin gar nichts hören, das ist wirklich schön. Was mir auch gut gefällt, ist die Verarbeitung grundsätzlich, also in den Tiefen, weil hier knirscht nichts, es knarzt nichts, das ist wirklich völlig ruhig hier drin und das ist sehr angenehm.
Den Motor hört man sehr, sehr angenehm und sehr ruhig, völlig stressfrei. Allerdings fährt er halt auch wirklich sehr ruhig und sehr stressfrei. Ja, hier sieht man den E-Highway nochmal. Das ist ja unsere Lieblingsbaustelle hier zwischen Frankfurt und Darmstadt. Das wird auch eine interessante Chose hier wahrscheinlich werden. Ja, ja, beide Seiten. Heißer Teufel. Das sind wohl 5 Kilometer, die sie hier gebaut haben. Hier ist übrigens der Parkplatz Bernd Rosemeyer. Das heißt, das ist dieser Gedenkstein von Bernd Rosemeyer, der 1938, glaube ich, verunglückt ist mit seinem Auto Union mit über 400 km/h. Und ja, das war ja damals hier. Da war allerdings die Autobahn nur zweispurig. Und der ist mit diesem Vieh da, hier mit über 400, sind die herumgebügelt. Also das war schon eine krasse Kiste. Ne? Ja. Und jetzt wollen sie LKWs mit Strom fahren lassen. Ist das nicht geil? Tja. Ist wie es ist, ne? Jetzt, du jetzt. Ja. Immer so weiter. Könnt ihr eigentlich mal so ein leichtes, kleines Fazit geben? Vom Dorf, ja, fast zu Hause. Okay, now we come to the end. And I would say thank you to everyone and see you next time at the next road trip from the Diesel Buddies and bye bye. Ja, dann macht's mal gut, Leute. Ich sag mal tschüss. Bis zum nächsten Mal und man sieht sich, man hört sich. Und ja, gebt mir einfach mal so ein paar Hinweise, Kommentare, Ideen oder was immer ihr sehen wollt. Ja, freue mich auf die ganzen Kommentare und wird alles beantwortet, wisst ihr ja, ne? Bis denn, macht's gut, tschüssi.